Das Radialsystem ist ein Ort der Verwandlung, ein verwandelbarer Ort. Und die Möglichkeit, an unterschiedlichen Räumen neue Formate der Musik und der Konzerte auszuprobieren, das ist genau, was Volkert Ude und ich, als wir das Haus hier gegründet haben, vor knapp 5 Jahren, im Sinne hatten. Das war ja mal ein Pumpwerk, ein 100 Jahre altes historisches Gebäude. Wir sind jetzt hier in der ehemaligen Maschinenhalle. Wir nennen es heute einfach nur Halle. Ein offener Raum, wo ganz viele Möglichkeiten bestehen, in unterschiedliche Richtungen zu spielen. Wir haben nebenan den Saal, das ist sozusagen das ehemalige Kesselhaus, auch völlig entkernt, offener Raum, und dann unterm Dach das Studio A, in dem auch Nordlichter stattfand. Und diese Räume, die sind eben keine klassischen Konzerträume erstmal. Das heißt, sie ermöglichen neue Formate, neue Betrachtungen oder neues Hören von Musik. Und Nordlichter hat ja sehr stark auch mit dieser räumlichen Möglichkeit gespielt, den Möglichkeiten zu visualisieren und mit Licht und anderen Medien zu arbeiten. Was sehr integral ist, was auch mit der Architektur, dem Raum, den Menschen spielt, auch die Grenzen auch immer mehr auflöst zwischen dem klassischen Publikum und den Musikern, was andere Künste mit integriert in die Gesamtkonzeption. Dafür haben wir das Radialsystem erfunden sozusagen. Wir freuen uns sehr, dass Markus Hagemann und sein Team diesen Ort auch dafür entdeckt hat. Es wird ja auch eine Fortsetzung geben von Nordlichtern hier im Haus, und das ist für uns sehr wichtig, weil es ist ein wichtiger Bestandteil, dass Künstler von außen kommen mit tollen Ideen und sagen, wir reagieren auf den Ort, wir schaffen Bewegung, Flüssigkeit zwischen den Räumen auch, dass sozusagen das eine mit dem anderen zusammenkommt, die Hardware mit der Software.